Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung bei JazzBase TV Austria. Heute zum zweiten Mal bei uns zu Gast Valentin Dragneff. Herzlich willkommen, Valentin. Hallo Harald, danke für die Einladung. Ja, jederzeit gerne. Valentin hat sich in den letzten Monaten zu Österreichs Nummer 3 entwickelt und steht hauchdünn vor dem Erringen des offiziellen Großmeistertitels. Kann man das so sagen? Ja, schon. Ja, denke auch. 2500 Elo überschritten, zwei ja. Großmeister-Normen, zwei Normen mit Pech ganz knapp verpasst. Naja, mit Pech ist so eine Sache. Aber halt knapp verpasst, auf jeden Fall. Das heißt, demnächst wird es einfach passieren. Und du hast uns zwei sehr interessante Partien von dir mitgebracht. Und als Schwerpunkt der letzten Jahre haben wir auch immer wieder gehabt, Lernen von den Klassikern. Ich denke, das ist etwas ganz, etwas Wichtiges, dass wir uns mit den klassischen Vorbildpartien beschäftigen, und du hast zwei Partien mitgenommen, wo du mir geschrieben hast, dass du sie assoziiert hast mit dem berühmten Endspiel Marshall gegen Capablanca. Richtig, ja. Ich habe zwei Partien gespielt und es ist mir eigentlich erst nach den Partien aufgefallen, dass sie mich an diese berühmte Partie von Capablanca erinnert haben, und deswegen wollte ich das mal zeigen. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir starten mit der Partie Marshall gegen Capablanca, wo es als Thema hauptsächlich um eine bewegliche Bauernmehrheit am Damenflügel geht, die Marshall vorbildlich eigentlich in einen Punkt, in einen vollen Punkt verwertet, oder? Also Capablanca. Ah, ja. Capablanca, ja. Gut, in dieser Stellung ist Schwarz am Zug. Ja. Du darfst das Moderieren übernehmen. Okay, Turm B8 ist mal normal, der Bauer hängt. Ja. Marshall spielt jetzt Dame E4. Mit der Idee Läufer H3. Und die Sache ist, dass mit den Läufern am Brett hat Schwarz viel bessere Chancen, die Bauernmehrheit zur Geltung zu bringen. Deswegen vermeidet Capablanca jetzt den Läufertausch mit Dame C7. Ich glaube, da gibst du auch einen wichtigen Hinweis, dass es immer sehr wichtig ist zu wissen, welche Figuren man tauschen muss und welche man am Brett behalten soll, oder? Ja. Also ich denke, mit reinen Schwerfiguren am Brett spielt die Bauernmehrheit keine allzu große Rolle. Wenn es überhaupt ein Vorteil ist, was ja, nicht gesagt ist. Nicht, das oder? Ist nicht so klar, ja. Dann wäre die Stellung wahrscheinlich ausgeglichen. Ja. Nur mit den Läufern am Brett hat Schwarz definitiv bessere Chancen. Ja. Ja, jetzt spielt Marshall Turm C3. Offensichtlich mit der Idee, Druck auf den C5 zu machen. Ein Alternativplan wäre gewesen, auf der D-Linie Spiel zu machen und dort zu verdoppeln eventuell. Und wahrscheinlich ist die Stellung dann ungefähr ausgeglichen. Aber auch der Zug von Marshall ist noch kein Fehler. B5. Ja, Schwarz setzt langsam die Mehrheit in Bewegung, oder? Und jetzt macht Marshall einen Zug, der wahrscheinlich etwas ungenau ist. Er spielt A3. Und dieser Zug hindert eigentlich nicht, die schwarzen Bauern weiter vorzukommen. B3 wäre besser gewesen. Die Idee ist, dass wenn jetzt Schwarz C4 spielt, dass der Bauer auf einem weißen Feld blockiert werden wird. Also Weiß nimmt, Schwarz nimmt zurück. Und ich denke, in der Stellung neigt der Bauer eher zu Schwäche als zu Stärke. Deswegen wäre C4 wahrscheinlich nicht wirklich angebracht und die Stellung befindet sich im Gleichgewicht. Ja, und Marshall spielt aber A3. Und ja, das erlaubt C4 und jetzt hat Weiß kein einfaches Spiel mehr. Ja, Schwarz wird langfristig bereit sein, die Bauernmehrheit mit A5, B4 in Bewegung zu setzen. Aber ich denke, es gibt noch ein zweites wichtiges Thema. Marshall spielt Läufer F3. Ja. Aber Capablanca baut den Vorteil noch anders aus. Also die Bauernmehrheit ist nicht das einzige Kriterium natürlich in dieser Position. Ja, das ist wieder ein Prinzip, eigentlich das Prinzip der zwei Schwächen. Neben der Bauernmehrheit braucht Schwarz noch irgendeinen zweiten Pluspunkt in der Stellung und den hat er hier in der offenen D-Linie. Und mit Turm FD8 besetzt er sie jetzt. Auch, glaube ich, ein wichtiges Prinzip, alle Figuren in das Spiel einzubeziehen, und der Turm auf F8 war eigentlich die einzige Figur, die bis jetzt noch nicht mitgearbeitet hat. Richtig, ja, richtig. Und ja, Turm D1 wurde von Marshall gespielt, aber das kämpft nicht wirklich um die D-Linie, weil Schwarz nimmt und spielt Turm D8. Und ja, Läufer F3, G6. G6 eigentlich auch ein recht feiner Zug, oder? Ja, also normalerweise stellt man die Bauern ja eher auf Schwarz, wenn man einen weißen Läufer hat. Das heißt, H6 wäre hier der offensichtliche Zug. Aber hier profitiert Capablanca konkret davon, dass er in einigen Varianten Läufer F5 spielen kann und deswegen ist G6 hier stärker. Ja, mit der Doppelfunktion vielleicht noch ein Luftloch zu haben. Aber Läufer F5 ist natürlich die prinzipielle Idee von G6 gewesen. Ja. So, jetzt kommt Dame C6. Wie ist es eigentlich, Damentausch oder nicht in dieser Stellung? Damentausch begünstigt prinzipiell Schwarz hier. Mhm. Also er hat auf jeden Fall nichts gegen den Damentausch einzuwenden.
nur möchte Capablanca näher zu seinen Bedingungen haben. Das heißt, er spielt erst Dame E5 und tauscht dann die Dame. Damit nicht nach Dame mal C6, Läufer mal C6, der Bauer auf B5 hängt. Ja. Ja, Weiß strebt nach wie vor diesen Tausch an, aber jetzt hat Capablanca nichts einzuwenden, oder? Ja. Nimmt. Jetzt ist noch ein wichtiger Zug, Turm D1 Schach. Das verhindert, dass der König über F1 nach E2 kommt, wonach er die wichtigen Einbruchsfelder decken kann und Schwarz nicht wirklich Fortschritt machen kann. Jetzt ist der König aber gezwungen, nach G2 zu gehen. Und Schwarz kann jetzt die Bauern weiter vorantreiben. Ja, und jetzt spricht eigentlich alles für Schwarz, oder? Ja. Die Bauernmehrheit, die beweglich sehr, sehr stark steht. Der schwarze Turm, der außergewöhnlich aktiv ist. Der schwarze Läufer, der perfekt steht. Der weiße Turm steht eigentlich ziemlich schlecht, oder? Ja. Und der weiße König kann eigentlich nicht ins Spielgeschehen eingreifen. Ja, Weiß hat überhaupt kein Gegenspiel hier. Und er wartet jetzt mehr oder weniger ab, Turm C2, B4. Ja, eigentlich kann gar nichts mehr die schwarzen Bauern aufhalten, die Stellung ist wahrscheinlich schon verloren. Er nimmt und spielt Läufer F3. Jetzt Turm B1. Eventuell wäre Turm 1 eine Spur präziser gewesen mit der D-Turm A2, C3. Aber in Wahrheit gewinnt schon ziemlich viel wahrscheinlich, oder? Ja, die Stellung oder? Ist einfach gewonnen. Ja, er nimmt die Schwäche B2 aufs Korn. Ja. Weiß spielt noch Läufer E2, es gibt in Wahrheit keine guten Verteidigungsmöglichkeiten und jetzt gewinnt sowohl B3 als auch C3 bereits die Partie, oder? Aber schauen wir noch ein paar Züge, wie Capablanca hier sehr sauber verwertet, mit Bauer B3 beginnend. Turm geht nach Dora 2 und witzigerweise, als wir in meinen Trainings im Jugendkadertraining die Stellung mehrfach besprochen haben, ist oft Bauer C3 gekommen und der war nicht besonders präzise. Hier braucht Schwarz noch einen genauen Zug. Wie sollte er den fortsetzen? Turm C1, was eigentlich auch ein logischer Zug ist, weil Turm C2 droht. Und C3 noch immer auch C3. Natürlich in der Luft liegt, ja. Also hier braucht man auch nichts überstürzen. Läufer D1 und jetzt wird C3 gespielt. Er muss nehmen und Bauer B2 erobert schließlich den Läufer auf Dora 1. Und wie man so schön sagt, der Rest ist Sache der Technik, oder? Ja. Und hier nicht einmal allzu kompliziert. Ja, die Stellung ist natürlich leicht gewonnen. Ja, also Capablanca hat hier wirklich eindrucksvoll seine Vorteile in dem Punkt verwertet, wobei Marshall sich nicht perfekt verteidigt hat, aber dieses perfekte Verteidigen ist ja immer relativ schwierig, oder? Ja, ich denke, ein wichtiger Moment war, als er A3 gespielt hat. Und ja, wenn das wir war definitiv sehr ungenau und B3 hält die Stellung wahrscheinlich noch im Gleichgewicht. Ja, also du meinst diese Position nach 90, B5, ja, oder? Ja. Und hier wäre B3 sehr notwendig gewesen. Ja. Und dann hat Weiß gute Chancen, die Stellung ungefähr zu halten. Na gut, kommen wir aber jetzt zu deinen Partien, nachdem wir diesen Einstieg von Capablanca gehabt haben, der diese Bauernmehrheit sehr gut verteidigt hat. Du bist in dieser Stellung schwarz und wir sehen hier schon die Bauernmehrheit, es sind auch noch Läufer am Brett, es sind noch Türme am Brett und du spielst oder hast diese Partie wo gespielt? Bei der U18 Team-Europameisterschaft und ja, hier war mein Gegner am Zug, ich war schwarz und es war kurz vor der Zeitkontrolle und hier hat er einen schweren Fehler eigentlich gemacht, der wahrscheinlich schon zu einer sehr unangenehmen Stellung für Weiß führt. Also wenn er hier zum Beispiel Läufer E4 gespielt hätte, wäre die Stellung einfach mehr oder weniger völlig ausgeglichen gewesen. Läufer würde hier sehr dominant stehen, oder? Ja. Beide Diagonalen sehr schön im Blick haben. Und was auch haben. Wichtig ist, Schwarz hat keinen wirklichen Weg an Freibauern zu bilden. Ja. Und das Feld C6 ist ein ganz wichtiges, oder? Ja. Und das wird vom Läufer hier beherrscht. Stattdessen hat Weiß hier ungenau mit Läufer auf E2 fortgesetzt. Ja. Und jetzt spielt Springer C6. Das erzwingt den Tausch der Springer. Und schon haben wir bereits eine ähnliche Stellung wie in der Partie von Capablanca. Ja, und das ist ja etwas, was wir vorher besprochen haben, dass die starken Spieler wissen, welche Figuren sie wann tauschen müssen. Und das lernt man natürlich auch durch diese klassischen Vorbilder. Ich nehme an, bei der Partie hast du die Capablanca-Partie nicht bewusst im Kopf gehabt, sondern eher mehr intuitiv. Lustigerweise habe ich in dieser Partie, bereits als ich mich vorbereitet habe, schon in der Eröffnung einige Stellungen gesehen, die mich an die Capablanca-Partie erinnert haben. Okay. Dann während der Partie habe ich gar nicht mehr dran gedacht, aber zu diesem Zeitpunkt ist mir das wieder eingefallen und also zu,
in der Stellung habe ich schon daran gedacht, eigentlich, an die Partie. Okay, wenn wir schon beim Thema Vorbereitung sind, das heißt, wenn du die Eröffnungen vorbereitest, dann gehst du jetzt nicht nur auf die konkreten Zugfolgen und auf die konkreten Varianten ein, sondern beschäftigst dich auch mit der Struktur, die dann entstehen könnte. Ja, schon, nur in dem Fall war das, ist mir das einfach so in den Kopf geschossen eigentlich, also das war, habe ich nicht vorbereitet oder so, sondern das war schon mehr oder weniger konkrete Varianten in dem Fall. Ja. Okay, in dieser Stellung muss Weiß die Türme tauschen oder sonst. Ja. Hast du noch mehr Vorteile, wenn du die offene Linie hast? Ja, und jetzt, es scheint, als ob Schwarz immer noch kein Freibauen bilden kann, aber er droht mit dem Durchbruch A3, B3, was nicht so kraftvoll wäre, wenn die Springer noch am Brett gewesen wären. Und hier auch sehr schön der Turm, der hinter dem potenziellen Freibauern steht, oder? Ja. Und dem B-Bauern, wenn er dann ein Freibauer wird, noch mehr Kraft verleiht. Ja, Beispiel Läufer C4, der schaut ja eigentlich sehr logisch aus, ja. Denn einerseits wirkt er auf den Damenflügel und andererseits greift er deine einzige Schwäche eigentlich an, oder? Auf ja. F7. Ja, Läufer E8 ist notwendig. Ja, du hast Zeit. Du brauchst den Charakter der Stellung nicht verändern, oder? Der Läufer schaut natürlich sehr passiv aus auf E8. Ist er wahrscheinlich auch, aber interessanterweise braucht Schwarz eigentlich gar nicht den Läufer, um hier durchzubrechen. Auf der anderen Seite hat ja der Läufer eine doppelte Funktion, was ihm ja wieder eigentlich schon als wichtige Figur tituliert, oder? Er deckt einfach diese beiden wichtigen Bauern, oder? Das stimmt. Und außerdem möchte ich noch hinzufügen, dass der Turm auf A7, der eigentlich sehr aktiv ausschaut, eigentlich nicht viel macht und erst recht nichts gegen den Durchbruch A3 und B3. Also auch der weiße Turm ist nicht wirklich in der Verteidigung. Ja. Okay, er spielt König F1, er möchte halt den König Richtung Damenflügel bewegen, aber das ist eindeutig zu langsam. Ja, jetzt kommt A3. Und ja, er kann nicht schlagen, weil dann B3, B2 folgen würde. Und also gespielt hat er B3, schauen ja. wir uns ganz kurz die Folgen des Schlagens an, dann würdest du den Bauern vorstoßen ja. und das kostet ihm wohl mindestens schon eine Figur, oder? Ja, wenn nicht mehr. Ja. Schauen wir ganz kurz, wenn er Läufer D3 spielt, dann ist wichtig, glaube ich, dass du sofort Läufer B5 spielst, oder? Also okay, nicht ich glaube, Schwarz könnte auch anders gewinnen. Ja, aber das, ist der einfachste. Du tauschst einfach den einzigen Verteidiger ab und jetzt gibt es gegen B2, B1 keinen Plan mehr. Ja. Gut, also A3 und er muss mit B3 diesen B-Bauern stoppen, aber jetzt hast du natürlich auf A3 einen sehr weit vorgerückten, gedeckten Freibauern bekommen. Ja, jetzt tausche ich die Läufer mit Läufer B5, weil ich natürlich durch diesen starken Freibauern ein wahrscheinlich einfach gewonnenes Turmendspiel habe. Ja, aktiviert den König, Turm zuerst, Turm C7 und okay, ich bringe erst den König, König F8. König E2, Turm A5, erzwingt Turm C1, König E7. Ja, also die Drohung war einfach A2, A1, deshalb musste der weiße Turm zurück, ein um sich zur Not auf A1 verbäschen, denken zu können. Weiß kann, die schwarze Idee kann Turm C5, Turm C3 sein oft. Und in der Partie wollte ich am Anfang Turm C5 spielen. Zum Beispiel hier statt König E7 könnte man Turm C5, Entschuldigung, nach A2 Turm A1, Turm C5. Ah, Moment. In dieser Stellung, hier, oder? Hier, Entschuldigung, ja. ja. Turm C5. Hier ist Weiß am Zug. König D2, Turm C5. Das habe ich gemeint, ja. ja. Und hier muss Weiß aber aufpassen, weil es einen sehr lustigen Trick gibt. Nämlich Turm A1. Turm C3. Turm schlägt A3. Das ist der einzige Trick, auf den Schwarz aufpassen muss. Ah, hübsch, ja. Ja, ja, Genauigkeit bis zum Schluss ist gefragt, ja. oder? Sollen wir die König D2-Variante weiterschauen oder gehen wir zur Partie mit... Nein, das habe ich nur okay. so hinzugefügt. Ja, in der Partie... Das kleines Pomo am Rande. Ja, in der Partie hat Weiß versucht, Gegenspiel mit G4 zu machen, aber in der Stellung kann eigentlich nicht mehr viel tun, also G4. Ich habe jetzt G4 geschlagen, das war wahrscheinlich ein bisschen ungenau, aber es gewinnt trotzdem. Turm C5 präziser möglicherweise, oder? Ja, Turm C5 und wenn er auf H5 fliegt, einfach zurückschlagen und das ist ja. kein Problem. Aber ich habe geschlagen, weil ich halt einen Gewinn schon gesehen habe. Er nimmt zurück, Turm C5. Und ja, jetzt kommt auf Turm 1 wahrscheinlich auch einfach Turm C3, weil der König nicht auf D2 steht, wie in der Variante vorher. Ah, auf Turm A1 meinst du? Ja. Kommt Turm C3, Beispiel, ja. ja. Und du kannst dir jetzt einfach den Bauern ja, mit B3 den zwei abholen, verbundenen oder? Freibauern ist es natürlich leicht gewonnen. Noch dazu so weit vorgerückte, ja. Und falls H5 hier kommen sollte, kann der König die noch aufhalten. So aber kam es auch in der Partie. Beispiel sehr natürlich, er setzt halt auf, seine einzige Gegenspielhoffnung, auch wenn es an Verzweiflung grenzt. Ja, Turm H1. Jetzt Turm C2 Schach. Ist wahrscheinlich am genauesten. König D3 und Turm C3. Jetzt hole ich mir einfach diesen Bauern ab.
Und ja, er hat gehofft, dass er noch mit H5 ein bisschen Gegenspiel machen kann, aber Schwarz ist rechtzeitig mit Turm C3. Und das nutzt auch den Umstand aus, dass er jetzt zwei verbundene Freibauern hat. Das heißt, notfalls wird jetzt der Turm sich in vielen Varianten opfern können für den H-Bauern. Und die zwei Bauern laufen einfach durch. Ja. Er spielt H6, Turm C8. Und dein Turm kommt rechtzeitig zurück. Ja. Turm A1. König E6. Ja, okay, hier ist schon mehr oder weniger aus. Er hat noch ein paar Züge gemacht. E4, König F6. E5, König G5. König A6. Letzter Trick noch probiert. Aber okay. Man nimmt nicht weg. Zwei Züge später aufgegeben. Ja, und sein Gegenspiel wird einfach gestoppt und mit B3 ja. Setzt du jetzt deine Bauernmehrheit endgültig in Bewegung. Ja, vielleicht noch eines, wenn er einzieht, Turm schlägt, Turm schlägt. Okay, hier gewinnt schon mindestens B2 zum Beispiel und A2. Ja, also man sollte vielleicht nicht König mal spielen wegen König mal B3, das Bauern-Endspiel müsste man sich ausrechnen. Wird aber auch trotzdem gewonnen sein, oder? Das andere ist einfach. Aber B2 nach Turm mal hops. Gewinnt einfach, du drohst einzuziehen, zeigen wir es vielleicht noch ganz kurz her. Die Bauern sind einfach zu stark und jetzt ja. Gewinnt einfach Bauer auf A2. Ja, eine sehr schöne und saubere Verwertung der Bauernmehrheit am Damenflügel, wenn wir vielleicht nochmal zur Startposition zurückgehen. Also wichtig wäre hier den Tausch der Springer zu vermeiden, ja. Zumal der Springer sehr dominant steht und wenn wir die Stellung nach Läufer E4 betrachten, sehen wir hier zwei sehr schöne weiße Figuren. Vor allem der Zug hält auch der Läufer auf E8 jetzt eigentlich dauerhaft passiv. Ja. Und nach Läufer E2 hat sich eben mit Springer C6 das Bild komplett verändert und plötzlich hast du eigentlich schon fast eine Gewinnstellung am Brett wahrscheinlich, könnte man oder? So sagen eigentlich. Ja. Team EM hast du gesagt, ich glaube, ja. Wenn ich es recht im Kopf habe, da ist es ja für Österreich sehr gut gelaufen, oder? Oder ja, verwechsel ich den Bewerb? Ich weiß nicht mehr genau, wie viel da wir wurden, aber okay. Es war ungefähr den Erwartungen entsprechend, glaube ich. Ja. Du hast gesagt, du hast dich hier ja auf die Partie intensiv vorbereitet. Wie schaut denn so dein normaler Trainingsalltag aus, wenn du nicht gerade ein Turnier spielst? Ich versuche in meinem Training eigentlich alle schachlichen Bereiche abzudecken, das heißt Taktik, Endspiel öffnen und alles ungefähr im gleichen Maße abzudecken. Mhm. Und dafür verwende ich mehrere Stunden täglich und zum Training. Du arbeitest mit dem Computer ausschließlich oder auch mit Büchern? Nein, naja, definitiv auch mit Büchern, ja. Okay. Ich denke, momentan gibt es ja sehr viele gute Bücher am Markt, oder? Ja, wobei auch nicht nur Eröffnungsbücher, sondern viele alte Bücher gibt es auch sehr gute und lesenswerte. Wenn du unseren Zuhörern ein Buch empfehlen würdest? Irgendein klassisches Buch wie die 60 Partien von Fischer oder so etwas. Mhm. Das ist immer lesenswert. Also immer wieder gut. Ja. Okay, nehmen wir die zweite Partie, die du uns mitgebracht hast. Repka gegen Dragnev. Ich denke, ja. Das ist eine sehr aktuelle Partie eigentlich, vor einem Monat gespielt worden, ja. Oder? Stimmt. Das war beim Großmeisterturnier in der Slowakei, glaube ich, oder? Ja. Seit einigen Jahren veranstaltet ja Österreich, Slowakei und Tschechei, denke ich, im Rad jeweils ein Großmeisterturnier. Wer war denn von den Österreichern noch vertreten? Also in diesem Turnier bin ich mit Robert Kreisel und David Schengelia hingefahren. Mhm. Und ja. Und ich denke, sowohl Robert als auch du sind ja sehr gut ins Turnier gestartet, oder? Ja, wir haben beide gut angefangen und dann haben wir beide in der gleichen Runde leider sehr unglücklich verloren. Ich glaube, es war die dritte Runde. Mhm. Bei dir war das Turm-Endspiel, glaube ich, mit dem Mehrbauern. Ja, oder auch Robert hat eine gewonnene Stellung, ja. Denke ich. Aber wir haben dann trotzdem noch stark weitergespielt und mhm. Eigentlich bis zu den letzten Runden 9 Chancen behalten. Ja, du warst ja dann in der Situation, in der letzten Runde gegen Großmeister Zilka, glaube ich, einen ja. Sieg zu brauchen. Aber das ist immer schwierig dann natürlich, ja. Eine Must-Win-Situation gegen einen sehr starken und erfahrenen Spieler einfach. Ja, ich habe wenig aus der Öffnung herausgeholt. Ja. Remis hättest du jederzeit haben können, oder? Aber ja, die Stellung war relativ remislich, ja. Aber dann. Aber du musst halt gewinnen für die ja. Großmeister-Norm, ja. Na gut, schauen wir uns diese Partie an. Du bist schwarz und am Zug. Ja. Und wieder erinnert eigentlich die Stellung. Ja, wir haben hier die diese Bauernmehrheit, oder? Ja. Wir haben Läufer, wir haben Turm. Ja, und was noch auffällt, ist eigentlich, dass in jeder von diesen Partien der weißfeldrige Läufer vorhanden war. Interessant, ja. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wichtig ist, aber es war liegt wahrscheinlich an den Öffnungsvarianten, oder? Ja, also ich denke, mit schwarzfeldrigen Läufern hier wäre die Stellung auch gut für Schwarz. Nee. Aber in der Stammpartie von Capablanca waren es einfach die weißen Läufer und in meinen Partien dann auch. Inspiriert durch ja. Capablancas weiße Läufer.
Ja, hier hat Schwarz natürlich auch mit dem sehr aktiven König noch einen zusätzlichen Vorteil, oder? Der König ist aktiv. Der einzige Nachteil ist jetzt, dass eigentlich eine Art Doppelangriff besteht im Moment auf den Bauern A6 und den Turm E4. Und ja, und Turm E1 droht natürlich auch in manchen Varianten. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, auf Turm A4 zum Beispiel kommt Turm E1. Und hier habe ich Turm D4 gespielt. Das nutzt einerseits die Schwäche der Grundreihe aus. Zum Beispiel kann Weiß jetzt natürlich nicht auf E8 schlagen wegen Matt. Und also ich verdeutliche vielleicht nur die Variante nach Turm E1 Schach. Okay, das war die Partie, du hast Turm E4, Turm E4 vorgestellt. Ja. Aber zum Beispiel nach König F6 Turm nimmt, wäre also dann ein Grundreihe. Wenn der Turm auf D4 oder E4 steht, dann kann der weiße Turm nie die Grundreihe verlassen. Ja. Das ist wichtig. Und was noch wichtig ist, ist, dass er nie auf D4 und A6 schlagen kann. Also hier geht das... Das sollten wir vielleicht verdeutlichen, oder? Ja. Also nach Turm mal König mal Läufer mal A6, das schaut ja im ersten Augenblick eigentlich ziemlich fein aus für Weiß. Er hat jetzt einen Bauern gewonnen. Bauer mehr, aber der schwarze König steht viel zu aktiv, also ja. Er wird den A2 gewinnen und das Läufer einspielen. Okay. Ist nicht schlecht für Weiß. Schauen wir ein paar Züge, du würdest wie starten? Mit König C3 oder mit B4? B4 zum Beispiel. Mit B4, okay, du fixierst hier den Bauern. Sagen wir, der Läufer geht zurück. Und ja. Und der Bauer geht verloren und danach kann der Bauer einfach durchspazieren. Interessanterweise nach Turm E1, Turm E4 jetzt zu nehmen und A6 zu nehmen, weil der König eigentlich jetzt ein Feld weiter weg ist. Und in der Partie hat er Turm A1 gespielt, aber schauen wir ganz kurz, wen getauscht werden würde. Also meine Analyse hat ergeben, dass das objektiv Remis wäre, aber Weiß muss einige sehr, sehr schwierige Züge finden und in einer praktischen Partie, glaube ich, spielt niemand so mit Weiß, weil der schwarze König einfach viel zu aktiv aussieht. Und wir sind in Zug 35, wie hat die Bedenkzeit hier so ausgeschaut? Ja, Zeitnot war vorhanden in der Partie. Dann ist es wahrscheinlich nicht zu finden einfach auch, oder? Ja, das sind sehr komplizierte Varianten. Aber zeig uns vielleicht die Hauptlinie dieser besten Verteidigung, A6 oder? Also er nimmt B4. Weg. B4 hatten wir vorher, um den Bauern einzufrieren. Du bist zur Läufer auf F7 bereit. Aber hier sehen wir den Unterschied, dass der König nicht auf Dora 4 steht, oder? Ja. Das heißt, er kann hier Läufer C4 spielen und den Bauern verteidigen. Ja, und jetzt zum Beispiel nach König D4. Muss Weiß schon äußerst präzise spielen, nämlich Läufer E6. Und er muss, wie wir gleich sehen werden, wirklich hier auf diesem Feld stehen. Also ja? G8 wäre zum Beispiel nicht ausreichend. Nee. Und die Pointe ist, dass jetzt nach Läufer B5, das droht Läufer C4. Mit diesem Doppelangriff auf Läufer und Bauer und er kann sich den Tausch nicht leisten, weil der König dann sehr rasch den Bauern fressen würde. Und jetzt hat Weiß aber eine ganz interessante Verteidigung F4. Ja. Mit der Idee, mit F5 den Läufer zu stützen, oder? Ja, Läufer C4, F5. Und mit dem Läufer auf G8 wäre die Stellung natürlich jetzt nicht spielbar für Weiß. Aber hier hält sich Weiß, weil Schwarz keinen Fortschritt machen kann. Ja, Schwarz hat allerdings genug Kompensation für Ausgleich mit dem aktiven König. Aber nicht mehr, oder? Ja. Okay, na gut. Das war aber für den Gegner schwer zu finden. Und prinzipiell ist es ja kontraintuitiv, denke ich, hier den Turm mit Weiß zu tauschen. Denn im Läuferendspiel wiegt ja diese bewegliche Mehrheit am Damenflügel noch viel schwieriger, also ist es eigentlich logisch, den Turm am Brett zu halten, aber also der Turm steht sagen, natürlich passiv. Ich würde dass die Stellung nach Turm 1 hier verloren ist für Weiß. Sie ist natürlich schlecht, aber in einer Partie würde man das eigentlich eher dem Läufer ein Spiel vorziehen, denke ich. Ja. Wenn man es nicht genau berechnet hat. Aber gut, momentan hast du, denke ich, 3 Pluspunkte, oder? Du hast die bewegliche Mehrheit am Damenflügel, du hast den aktiven König, du hast den stärkeren Turm, oder? Ja. Gut, du startest mit ich glaube, A5, du setzt A6 einfach die Mehrheit in Bewegung und der Bauer ist gehangen, F3. Und F3, Turm E3. Ja. Gut, die Könige werden aktiviert, oder? König D4, ja. Also der schwarze König hat keine Angst davor, ins weiße Lager einzudringen, da er natürlich auch den A2 angreifen kann. Läufer F5 und, und Turm A3. Ein logischer Zug. Den Bauern an den A2. Gehst auf die Schwäche, oder? Ja. Und Turm wird gebunden, ja. B4, B3 ist vielleicht eine Idee. Er spielt jetzt Läufer E6, um den Turm von A1 zu entlasten und eventuell wegziehen zu können. Ja, Läufer F7 hat auch schon gedroht, denke ich. Ja. Jetzt kommt B4, bringt einfach die Mehrheit in Gang und jetzt kann er den Turm wegziehen, Turm E1. Hier war es nicht wirklich ganz einfach für mich, einen Plan zu finden, weiterzukommen. Deswegen habe ich einen Zug gemacht, der mir sehr nützlich erschien, Läufer B5. Jetzt kann man in manchen Varianten Läufer C4 spielen, hier nicht, weil Turm E4 kommt, aber
in manchen Varianten, wenn der Turm woanders steht. Oder Läufer C4, Läufer D3, Läufer B1, das ist auch oft eine Idee, wenn der Turm die Grundreihe verlässt. Und ja, es ist sehr schwer für Weiß hier einen Plan vorzuschlagen. Er spielt Turm E4 Schach. Das war vielleicht ein guter praktischer Zug. Aha, ich lese gerade, der Stream ist abgebrochen bei Robot 2, nur bei mir als Frage. Bei uns läuft alles normal, könnte uns wer eine Rückmeldung geben? Schauen wir mal. Ja, eine kurze Rückmeldung von den Zuschauern, ob wir noch da sind, aber ich denke, eigentlich ja. Und das ist dasselbe. Okay. Kein Ton mehr, kein Bild. Komisch. Ich denke, Valentin, wir werden trotzdem weitermachen. Für die YouTube-Aufnahme können wir das auf jeden Fall verwenden. Okay, Läufer auf B5 war, ja? Der letzte Zug und Weiß hat hier... Er spielt Turm E4 Schach. Turm E4. Und ja, jetzt hätte ich natürlich König C3 spielen können. Das ist ein offensichtlicher Zug. Aber ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt bei dem Gedanken, die schwarzen Bauern am Königsflügel völlig schutzlos zu lassen, weil es kann eventuell Turm G4 mit Gegenspiel spielen. Und habe mich dann entschieden, König C5 zu spielen. Wobei König C3 wahrscheinlich ein Tick stärker gewesen wäre und gewonnen hätte. Einfacher. Aber ja, König C5 ist auch gut. Er spielt Turm E5 Schach. König D6. Das nutzt den Umstand aus, dass jetzt das Turmspiel gar nicht geht, weil Schwarz den A2 gewinnen wird nach Turm schlägt B5, König schlägt E6. Und du bleibst mit den zwei verbundenen Freibauern über, die im Blindverfahren gewinnen. Und übrigens denke ich auch, dass das Turmspiel selbst von Weiß den A2 Bauern herhalten könnte. Dass auch das sehr unangenehm ist für Weiß, weil Schwarz wird einfach einen Freibauern machen, A4, B3 und... Und du stehst zu aktiv, oder? Der Turm auf der dritten Reihe. Ja, der weiße König hat auch keine wirkliche Möglichkeit näher zu kommen. Der Turm auf der dritten Reihe steht sehr geschickt eigentlich, greift den A2 an und verhindert König E3 immer. Ja, und wirkt auf dem Flügel. Ja. Er spielt jetzt F4, um den Turm zu decken und jetzt kommt die Idee, die ich vorher erwähnt habe, Läufer D3, hinter der Läufer B1. Und ja... Er spielt jetzt Läufer G8, Weiß kann nicht mehr wirklich viel machen, Läufer B1, Turm E2. Und jetzt hat Weiß irgendwie alles gedeckt und Schwarz hat keinen direkten Weg, jetzt den Bauern zu gewinnen. Aber er hat eine andere interessante Idee und die kam in der Partie. König C5, G4, jetzt A4. Und die Idee ist, gar nicht mit B3 einen Freibauern zu bilden, sondern auf A2 zu opfern. Und dadurch, dass der weiße König so weit weg steht, werden die zwei Freibauern einfach durchlaufen. Ich denke, wir sehen es dann in der Partie. Weiß hat halt seine Mehrheit in Bewegung gesetzt. Er hat ohnehin keine anderen Ideen und Pläne, oder? F5 und jetzt Läufer schlägt A2. Ja. Läufer schlägt. Und jetzt Turm schlägt, hätte er wahrscheinlich auch gewonnen, aber ich wollte es so einfach wie möglich halten und habe B3 gespielt. Ja, Läufer B1 geht natürlich gar nicht. Deswegen spielt der Läufer schlägt B3. A schlägt B3, das ist wichtig. Und ja, jetzt läuft einfach der Freibau durch. Es droht schon Turm A2 und... Turm A2, B2, ne? Ja, und Weiß hat keine Verteidigung. Hat noch ein paar Züge gespielt. Turm E5, König C4. Turm E4, Schach, König C3. Turm E3, König D4. Es droht wieder B2. Turm A2, König F3, B2. Und König C4. Das war der letzte Zug der Partie. Die Idee ist, wenn der Turm wegzieht, kommt Turm A3, Schach, Turm B3. Und Schwarz gewinnt nicht nur einen Turm, sondern holt sich auch die Dame. Und du baust hier eine Brücke. Ja. Eine andere Methode wäre gewesen, hier sofort Turm A3 zu spielen, aber es ist nicht einmal notwendig. Ja, es gab einige Varianten, wo Schwarz den Turm opfern kann und sich eine Dame holen kann. Aber wozu, wenn du ich habe versucht, den Turm nicht Varianten opfern musst, zu vermeiden. Ja, ist es noch viel leichter. Ja, auch eine schöne und eindrucksvolle Partie, denke ich, von dir, die du hier sehr klar nach Hause gespielt hast. Ja, 2017 hast du ja viele spannende Partien gespielt. Ich denke, das Highlight zumindest für die Zuschauer war den Sieg gegen Ivanchuk in Gibraltar, oder? Ja, das war eine interessante Partie. Ja, Ivanchuk ist eigentlich recht klar besser gestanden und hat gedrückt und gedrückt, aber dann war es doch nicht so leicht und dann hat er ein typisches Rückzugsmotiv in knapper Zeit übersehen, oder? Ja, Ivanchuk ist natürlich immer ein Zeitnotkandidat und
Ja, in seiner Zeit konnte ich ihn dann austricksen. Wie war so das Gefühl, gegen Iwanchuk zu spielen? Ich denke, er ist ja nicht nur ein Weltklasse-Spieler, sondern ja, er ist eigentlich der Liebling von vielen, oder? Und er ist eine auf jeden absolut Fall, außergewöhnliche ja. Persönlichkeit, oder? Es war sehr lustig. Ich muss sagen, er ist eine sehr lustige Person. Und es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen. Auch nur beobachten zu können während der Partie und so weiter. War sehr unterhaltsam. Und ja, hoffentlich spiele ich bald wieder gegen ihn. Ja. Gut, ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt noch eine Partie an, wo die Bauernmehrheit am Damenflügel bei weitem nicht so beeindruckend ist. Denn wenn wir uns diese drei Partien in Erinnerung rufen, begonnen von Capablancas Modellpartie bis zu deinen zwei Partien, haben wir gesehen, die Bauernmehrheit ist immer so schön ins Rollen gekommen. Aber in der Praxis ist es natürlich nicht immer so. Und wir haben hier eine sehr schöne Modellpartie auch von Smyslov gegen Kligoric, wo es Kligoric gelingt, die Bauernmehrheit am Damenflügel komplett einzufrieren. Und er gewinnt dann die Partie mit seiner Mehrheit, beziehungsweise mit seinen positiven Attributen in der Stellung. Und in dieser Stellung ist Schwarz am Zug. Wir sehen, hier hat Weiß die Bauernmehrheit am Damenflügel und wäre Weiß am Zug, würde das Bild ein ganz ein anderes sein als in der Partie. Er würde mit B4 seine Mehrheit zum Laufen bringen und hätte ja eine gute Stellung zumindest. Aber es ist Schwarz am Zug und Schwarz kann hier Läufer A4 spielen. Ein ausgesprochen nützlicher Zug. Die weiße Dame, die angegriffen ist, geht nach C3 und wird abgetauscht. Und jetzt kommt Läufer B3. Und dieser Läufer steht hier perfekt. Denn einerseits wird der Bauer auf B2 eingefroren und damit die komplette Bauernmehrheit am Damenflügel. Und der Läufer hat natürlich noch die Zusatzfunktion, dass er auf das Feld Dora 1 strahlt. Das heißt, Schwarz wird hier den Kampf um die offene Linie gewinnen. Was auch ein bisschen wieder an die Capablanca-Partie erinnert, wo ja die offene Linie auch eine ganz erhebliche Funktion gespielt hat. Beispiel Turm F auf C1. Interessant wäre vielleicht auch Turm C3 auf C1 gewesen, mit der Idee, den Läufer nach D1 zu spielen, um den Blockadeläufer zu beseitigen. Aber Schwarz hätte mit A5, A4 seine Stellung weiter verstärken können und die Bauernmehrheit von Weiß nach wie vor eingefroren. Also Turm F auf C1, trotzdem Bauer auf A5. Diese Idee mit Bauer A4 ist ganz eine wesentliche. Weiß bringt seinen König und wir sehen, Weiß hat eigentlich große Probleme in dieser Stellung. Ich glaube, Schwarz kann hier wahrscheinlich langfristig seine Bauernmehrheit selber nutzen am Königsflügel. Genau, ja. Und das ist wahrscheinlich noch ein wichtiger Punkt zum Erwähnen, warum die Bauernmehrheit am Damenflügel eigentlich so wertvoll ist. Und das liegt daran oft, dass erstens handelt es sich meistens aber um eine 3 gegen 2 Bauernmehrheit. Und da ist es natürlich einfacher, einen Freibauern zu bilden als bei einer 4 gegen 3 Bauernmehrheit, wie sie üblich ist am Königsflügel. Und natürlich die Bauern, die vor dem eigenen König stehen, sind weniger beweglich als die Bauern am Damenflügel. Deswegen denke ich auch, dass es so wichtig ist, dass die Bauernmehrheit oft am Damenflügel ist. Also in dieser Partie ist es eine Ausnahme, aber normal ist die Bauernmehrheit am Damenflügel allgemein gesprochen wertvoller, würde ich sagen. Es läuft halt immer darauf hinaus, ob sie beweglich ist oder nicht, ja, im Endeffekt, nicht wahr? Wenn ich sie unbeweglich halten kann, dann ist sie nicht so wertvoll. Und von der Materialkonstellation hängt es natürlich auch sehr ab. Wie du weißt, bin ich ein leidenschaftlicher Französisch-Spieler und da habe ich oft die schwarze Struktur. Und wenn du da ein Turm ins Spiel bekommst, hast du eigentlich überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil, ja, wie gesagt, kann man also mit Schwerfiguren, ist es komplett anders, ja. Ganz andere Geschichte. Und hier sind auch noch die Springer am Brett. Ja. Und ich denke, mit Springen ist es auch eine ganz andere Geschichte. Mhm. Okay, das nächste, was Schwarz am Zug machen wird, ist den Kampf um die D-Linie aufzunehmen. Er wird die Türme verdoppeln. Er könnte natürlich mit Turm auf Dora 6 starten, aber wenn man schon A5 gespielt hat, warum nicht den Turm über A6 bringen und dann auf der D-Linie verdoppeln? Weiß bringt den König, aber Schwarz verdoppelt und hat jetzt eigentlich die absolute Kontrolle über die Stellung. Der Läufer auf B3 ist die Schlüsselfigur, die dominante Figur in der Stellung. Aber Smyslov hat einen sehr, sehr langfristigen Plan jetzt gefasst, diesen Läufer auf B3 loszuwerden. Das Problem ist nur, dass einerseits der Plan erhebliche Zeit kostet und auf der anderen Seite selbst nach dem Abtausch des Läufers auf B3 die weißen Probleme am Damenflügel keineswegs gelöst sind. Er startet mit dem unauffälligen Zug Bauer H3 und die Idee von Smyslov ist diese Umgruppierung des Springers bis nach A1.
ja, ein sehr origineller Plan. Aber Schwarz hat Zeit und ersetzt, wie du ja eigentlich auch schon gesagt hast, jetzt seine Bauernmehrheit am Königsflügel Schritt für Schritt in Bewegung. Bau auf B6 Entzug, den man im ersten Moment vielleicht nicht so zwingend versteht, aber wir werden nachher sehen, dass dieser Bauer hier geschützt sehr, sehr gut steht und dem Springer auch Halt verleiht. Das wird später noch eine interessante Rolle spielen. Okay, Schwarz bringt seinen König. Immer ganz wichtig, die Kräfte hier gemeinsam nach vorne zu schieben. Die Bauernmehrheit zieht, der König zieht und ja, Smyslows Springer ist auf A1 gelandet und tauscht auf B3. Ja, so aus dem Bauch raus, wie würdest du, Valentin, zurücknehmen mit dem Bauern oder mit dem Springer? Naja, mit dem Bauern. Wenn es geht, dann würde ich mit dem Bauern nehmen, weil es legt die Schwäche auf B2 fest. Früher oder später wird irgendwo Springer A4 den B2 angreifen können und. Ja, es gibt uns die zusätzliche Option, wie du richtig sagst, den Springer nach A4 zu bringen und den Bauern auf B2 anzugreifen. So, Turm D1. Weiß möchte ein bisschen den Druck auf der D-Linie abschütteln. Die Türme werden getauscht. Und jetzt wird das Spiel relativ konkret. Der B3 hängt, aber wir haben auch diese Gabel und der B2 wird angegriffen. Springer Dora 3 Schach. König geht weg und der Bauer auf B2 wird beseitigt. So, nun hängt der Läufer auf Dora 1. Der Turm kann also nicht auf B3 nehmen und der Läufer hat sich auf E2 in Sicherheit gebracht. Eine Überlegung wäre es natürlich wert gewesen, Läufer mal B3 zu spielen, aber ich denke, Smyslow scheute davor zurück. Was meinst du, warum? Okay, Turm D3 ist ein Zug, der sich auf jeden Fall anbietet. Ja, dann würde Turm Dora 3 kommen. Er zwingt den Turmtausch und mit den schwachen weißen Bauern ist das sicherlich sehr, sehr unangenehm. Ja, der König steht aktiv, auf C5 habe ich ein fantastisches Feld und... Und wahrscheinlich ist noch ein Problem, dass sich der weiße König gar nicht annähern kann, dann wohl. Das heißt, ich komme sogar nach D4, nicht wahr? Weil König E2 scheitert konkret. Springer C1. Ja. Und selbst wenn Weiß irgendwie den Läufer vor in Sicherheit bringen könnte, auf König E2 Springer F4 kommen und der König ist gezwungen, wieder zurückzugehen, um den G2 zu decken. Also man sieht, alle Bauern am Königflügel stehen auf Weiß und das ist alles andere als optimal. Ja, alle Gabeln funktionieren. Bauer H4 würde Schwarz auch ja, früher oder später spielen. Eigentlich drei Schwächen in der Stellung. Also komplett hoffnungslos, ja. Oder? Also hier hat sich Smyslow größere Chancen ausgerechnet, wenn er die Türme am Brett behält und Läufer E2 gespielt, zumal der Bauer auf B3 ja nicht davonläuft. Okay, jetzt droht Turm mal B3 mit Angriff auf den Springer und auf den Bauern. Das heißt, sowohl der Bauer muss gedeckt werden, als auch der Springer in Sicherheit gebracht werden. Und Gligoritsch startet mit Springer A4 und nach Turm mal B3 folgt Turm Dora 6. Das gibt dem Springer die Möglichkeit, dann wieder auf sein Lieblingsfeld nach C5 zu ziehen. Beispiel G4, der Springer geht nach C5, Turm auf B5. Und das ist auch ein ganz interessanter Moment, wie man die Struktur am Königsflügel hier lösen soll. Ich denke, Gligoritsch findet hier einen sehr überzeugenden Weg. Er tauscht zunächst die H-Bauern ab und fixiert dann die weißen Bauern auf weiße Felder. Was natürlich den Läufer nicht gerade glücklich macht. Wir sehen, der Läufer spielt hier wirklich eine sehr traurige Rolle in der Partie. Ich denke, Weiß kann jetzt auch den Vormarsch des Königs nach D4 fast gar nicht mehr verhindern. Ja, und dann wird er rasch zusammenbrechen. Okay, es kommt doch so, wie du es gesagt hast. Der schwarze König wird nach Dora 4 gebracht. Weiß versucht noch, naja, so eine Art Gegenspiel. Die Bauern werden getauscht und... Schwarz kann hier schon auf verschiedenen Wegen gewinnen, aber Gligoritsch spielt bis zum Schluss extrem präzise und spielt hier Turm auf A6. Ja, nach Abtausch der Türme wäre das Endspiel komplett einfach verloren. Also machen wir vielleicht ein paar Züge, Turm mal, Springer mal. Der Bauer C4 würde verloren gehen und mit 3 gegen 2 auf einem Flügel ist der Springer noch stärker. Und mit festgelegten Bauern, denke ich, ist es ganz einfach. Mit festgelegten Bauern ist es ganz einfach und der aktive König ist so stark, also da ist überhaupt keine Hoffnung vorhanden. Also muss Weiß mehr oder weniger den Turmtausch ausweichen. Aber jetzt hat halt Gligoritsch noch ein zusätzliches Zuckerl bekommen. Der Turm steht nicht auf der D-Linie, sondern aktiv auf der A-Linie. Es folgte noch E5, E4 und Turm A2 und hier hatte Smyslow verständlicherweise
genug. Ja, ich denke, eine schöne Modellpartie, die zeigt, wie man gegen eingefrorene Bauern am Damenflügel hier spielen kann. Und nicht immer ist eben diese Bauernmehrheit stark. Hauptkriterium ist einerseits, ist sie beweglich und andererseits, welche Figurenkonstellation ist vorhanden, oder? Ja. Ja, Valentin, Nummer 3 in Österreich, knapp vor dem Großmeistertitel. Was sind jetzt so konkret deine nächsten Pläne? Also jetzt in nächster Zeit, ich glaube 1,5 Wochen fängt es an, die Europameisterschaft der Herren in Minsk. Also Einzel-Europameisterschaft, oder? Einzel-Europameisterschaft. Ein extrem stark besetztes Turnier wahrscheinlich, oder? Ja, also da werde ich teilnehmen und hoffe, ich werde gut spielen. Hast du schon eine Startrangliste gesehen? Nein, ich konnte noch keine sehen. Also keine konkrete Vorbereitung, einfach allgemeine Vorbereitung auf das Turnier und ja, ich hoffe, es läuft gut. Ja, wenn du sagst allgemeine Vorbereitung, du hast ja schon erwähnt, dass du auf alle Aspekte, auf alle schachlichen Aspekte einen ausgeglichenen Wert legst. Das heißt, nicht nur Eröffnungstraining, sondern auch regelmäßiges Taktiktraining, Endspieltraining, ja, Anschauen von guten Partien. Taktik lege ich Wert vor Turnieren. Ja, ich denke, also, es ist wichtig, dass man hier einfach frisch ist, oder? Ja, Endspiele und klassische Partien und so, das mache ich eigentlich eher so im Allgemeinen. Konkret vor Turnieren mache ich hauptsächlich Taktik oder Eröffnung. Wie schaut es mit körperlicher Fitness aus? Spielt das eine Rolle aus deiner Sicht? Spielt sicherlich eine Rolle. Ich betreibe viel Sport, aber für mich ist das sehr natürlich. Ich mache das nicht eigentlich unbedingt wegen Schach, sondern es ist eher ein angenehmer Nebeneffekt. Ja, aber gerade bei so langen Turnieren ist es auch es wichtig, ist einfach, oder, dass du körperlich fit denke, bist, oder? Es sind 11 Runden, denke ich, oder? Ja. Und du hast jede Runde einen schwierigen Gegner, es gibt kein Ausrasten in dem Sinne. Ja. Und hier ist es ganz enorm wichtig, hier wirklich bis zum Schluss fit und frisch mithalten zu können. Ja, oft sind meine Kollegen bei Turnieren schon früh sehr ermüdet, während ich das nicht wirklich nachvollziehen kann. Und da macht sich sowas wahrscheinlich bemerkbar, dass ich viel Sport betreibe. Ja, Valentin, dann sage ich herzlichen Dank für dein Kommen, herzlichen Dank für die spannenden Partien, die du uns mitgebracht ja, hast. Ja, danke für die Einladung. Und toi 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 auf deinen ersten Schritt zum Großmeistertitel und nächster Schritt dann Sprung über 2,6, oder? Ja, also ich habe keine konkreten Ziele gefasst, aber einfach stetig verbessern und spielen. Das ist ein schönes Abschlusswort. Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Guten Ciao Abend, aus Wien.